Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute schauen wir mal, dass wir in den Fluss des Lebens eintauchen können und zwar in die Essenz des Daseins. Und da gibt es ja natürlich mehrere Anschauungen und mehrere Bilder, was die Essenz des Daseins denn ist. Aber was wir bezwecken wollen heute mit diesem Eintauchen in die Essenz, ist einfach dieses Annehmen des Lebens und annehmen, dass es das Leben gut mit dir meint und dass du das auch wirklich zulassen kannst. Nämlich dieses Gefühl, manchmal keine Kontrolle zu haben, das Gefühl, dass manchmal etwas willkürlich passiert, dass man da trotzdem ein Vertrauen in einen höheren Plan, in eine höhere Intelligenz entwickeln kann und so einfach dann wirklich in diesen Lebensfluss eintaucht. Gut, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Du kannst jetzt mal gerne deine Augen schließen und atme mal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt mal, dich zu entspannen und ganz in diesen Moment einzutauchen. Und dieser Moment ist erfüllt von göttlicher Liebe. Dieser Moment, dieser Augenblick ist von göttlicher Liebe erfüllt. Erlaube dir das einfach mal anzunehmen. Dieser Augenblick ist erfüllt mit göttlicher Liebe. Und in diesem kleinsten Wimpernschlag, in diesem dünnen Hauch des Daseins, ist die Essenz der gesamten Welt vorhanden. So, bleibt bitte mal ganz kurz in der Entspannung, Entschuldigung. Scheint so, als kommt der Postmann. Ich fange dann noch einmal an, aber ihr könnt auch gerne schon bleiben. Hallo. Danke. Tschüss. Tschüss. So. Entschuldigung. Also. Also schließ mal deine Augen, atme noch mal tief ein und aus. Und erlaube dir, in diesen Augenblick einzutauchen. Dieser Augenblick ist die Gegenwart. Und die Gegenwart ist gefüllt mit göttlicher Liebe. Die Gegenwart ist gefüllt mit göttlicher Liebe. Mit göttlichem Dasein. Und in der Essenz, in diesem Keim, in diesem Samen, aus dem das Leben sich entfaltet, ist also göttliche Liebe gespeichert. Und du erlaubst dir jetzt, diesen Keim, diesen Samen auch in die Welt hinauszuschicken und zu erkennen, dass in allem, was dir begegnet, in allem, was sich manifestiert hat, dieser Keim der göttlichen Liebe steckt. In jedem Menschen, der dir heute begegnet ist oder der dir heute noch begegnen wird,
und auch in Zukunft begegnen wir, steckt dieser Samen, dieser Keim in jeder Maschine, in jeder Pflanze, in jedem Tier, in jedem Gebäude, in allem, was ist, steckt dieser Keim der Liebe, der unendlichen Liebe. Und diese unendliche Liebe trägt auch Großzügigkeit in sich. Die wird einfach so geschenkt. Das heißt, niemand muss diese Liebe verdienen. Die ist bereits geschenkt worden. Und hier und heute, in diesem Augenblick, erlaubst du dir, dieses Geschenk annehmen zu können. Das Geschenk der göttlichen Liebe. Und erlaube dir mal, diesen Funken der Liebe auch in dir aufzuspüren. Wo in dir spürst du diesen Funken der göttlichen Liebe? Ist es in deinem Herzen? Vielleicht beim Solarplexus? Spür einfach mal, wo du diesen Funken der göttlichen Liebe wahrnimmst. Und während du dich auf diesen göttlichen Funken einschwingst, erlaube gleichzeitig, dass alles, was in deinem System ist, das verhindert, dass du diesen göttlichen Funken, dieses göttliche Geschenk spüren kannst, dass das aus deinem System entfernt wird. Das heißt, es findet eine tiefe Reinigung statt. Sämtlicher emotionaler Druck, Leidensdruck, ob jetzt körperlich oder psychisch, fällt jetzt von dir ab. Und du erlaubst dir, das Wunder deines Lebens anzunehmen. Du erlaubst dir, das Wunder deines Lebens in der vollen Kraft zu leben und zu erleben. Als Geschenk. Mein Leben wurde mir geschenkt. Wiederhol mal diesen Satz. Mein Leben wurde mir geschenkt. Aus tiefster Liebe. Und wenn ich mit meinem Denken, meinem Fühlen, meinem Handeln dieser Liebe widerspreche, das Geschenk irgendwo ablehne, dann bitte ich nun um Korrektur und um Heilung. Dort, wo ich das Geschenk ablehne, diese tiefe göttliche Liebe, bitte ich nun um Heilung. Du erlaubst dir jetzt mal, diese Heilfrequenzen in dich einfließen zu lassen. Und zu spüren, wie sich Zelle um Zelle ausrichtet. Und wieder in den Gleichklang dieser göttlichen Liebe eintaucht.
Und in dieser Anbindung spürst du auch, wie du dich innerlich aufrichtest. Du spürst eine tiefe Würde, die durch dich fließt. Und du spürst eine Klarheit und eine innere Größe, eine innere Gnade und eine innere Eleganz. Du kommst deiner Schöpfungs-DNS ganz nahe. Und in dieser Aktivierung fällt jetzt noch einmal alles, was dich stresst aus deinem Umfeld, alles, was dich beschäftigt hat bis jetzt, das fällt einfach ab von dir. Das darf jetzt einfach gehen. Es darf abfallen. Und du spürst Frieden, Klarheit und Würde. Und du spürst, dass jetzt dieser Augenblick in Vergangenheit, Zukunft und natürlich auch Gegenwart existiert. Und dass nichts in diesem Leben ist, auf dieser Welt ist, das dir schaden möchte, das dich beeinträchtigen möchte, das deine Kraft einschränken möchte, sondern alles ist tiefste Liebe. Alles ist tiefste Liebe. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spüre das göttliche Licht, die Liebe in dir und um dich herum. Und erlaube dir jetzt mal, in dich selbst zu blicken und dir die Frage zu stellen, wer kontrolliert denn dieses Leben? Wer kontrolliert dieses Leben? Wer fügt dieses Leben? Aus einer höheren Sicht und aus einer niedrigeren Sicht. Und spür mal, dass auf der tieferen Schwingungsebene du das Gefühl hast, Kontrolle erlangen zu müssen. Dass du das Gefühl hast, du kannst etwas kontrollieren. Aber eigentlich verschließt du dich in dieser Kontrolle nur der höchsten Führung. Und nun nimm dich mal wahr in deinen größten Stressmomenten, in den Momenten, wo du am verzweifelsten bist, am Ankämpfen bist, wo dich alles wirklich nur mehr nervt. Und in diesem Augenblick lade nun dieses höchste Bewusstsein ein, in diesem tiefen Verkrampftsein. Erlaube nun dem göttlichen Licht, dich zu inspirieren. Vielleicht ist das in deinem Arbeitsumfeld. Vielleicht im Straßenverkehr, vielleicht privat, im Familiensystem, mit Freunden. Aber dort scheint jetzt dieses Bewusstsein hin. Ich habe keine Kontrolle, aber ich bin Liebe.
Und ich lasse los. Und dieses Bewusstsein erlaubst du dir nun in alle Aspekte deines Lebens fließen zu lassen, wo du vielleicht Anspannungen spürst. Du kannst diese Liebe und diesen Frieden auch in Körperteile fließen lassen, wo du vielleicht Schmerzen hast oder Blockaden spürst. Dies ist dein Leben, dies ist deine Würde, du bist unendlich geliebt. Sämtlicher Stress und Druck fließt von dir ab. Und du spürst, dass du absolut in den göttlichen Funken eingetaucht bist. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir dann in deinem Tempo wieder ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Bedank dich bei deiner Essenz, bedank dich bei der Schöpferenergie und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Streck dich durch, beweg deinen Körper und fühl nochmal nach. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Wie ist es dir gegangen? Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Schreib es mir gerne unten rein. Und ich freue mich natürlich wie immer auf einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder live bei einer Sitzung oder bei einem Workshop im wunderschönen Linz oder auch gerne per Zoom oder natürlich WhatsApp oder telefonisch. Bis bald aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erni. Tschüss, bis nächstes Mal. Thank you.